Na, ach nee. Hier an der Hölle muss man vorsichtig sein, weil jeder Schritt kann hier wirklich der letzte sein. Ja, und das wollen wir ja nicht. Das heißt ja nicht umsonst Hölle. We wanna continue on sharing the experience with our friends. So, das war natürlich hier der perfekteste Anlaufpunkt, um Glowstone zu ernten. Also, bravo Manfred. Du machst das toll. Ja, Manfred Schweiß. Ne und? Na? Gut, bauen wir uns hier mal eine... Oh oh, wir sind ja gar nicht im Pistol-Modus. Eine Cobblestone-Plattform. So, und immer nahe auf einem Block stehen bleiben. Immer ein Backup haben. Für den Fall, dass Caps Lock versagt. Da da da. Und ich baue in der Hölle diese Netherstone-Blöcke ab. Und ich suche mir Glowstone an der Decke. Ich will Licht haben auf unserer Farm. Muss dafür Glowstone abbauen. Suche nach dem gelben Stein in der Hölle. Und die Wand in und die Wände sind fertig. Right. Gut. Okay, was werfen wir denn als nächstes weg? Genau, das. Am besten wir hauen die Diamanten weg. Weil die sind eigentlich eh nicht so gewollt. Ich meine, ne, wir sind ja richtig reiche Leute. Und, naja, wie soll ich sagen? Continue the experience. Ne? Ich erinnere euch bloß daran, wie Kalle damals mit unseren Diamanten umging, als wir welche gefunden hatten. Hey. Na? Was hast du gemacht? Einen Creeper hintergehen lassen, ja genau. Du hast einen Creeper hinter mir hochgehen lassen, mich in die Lava gestoßen. Warte, was hast du noch für glorreiche... Ach, mich auslaufen lassen hast du auch einmal. Ja, also, Ein Creeper-Schwein. Ich gehe. Mach nur Vorsicht. Ein Creeper sitzt im Schweinekäfig. Ja, hol dich mir nachher gleich. Gut, das da drüben ist schon wieder suboptimal, aber da kommen wir auch ran. Und dann kralle ich mir noch das, was hier so in Greif- und erlangbarer Nähe ist. Weil Glowstone, da kannst du einfach nicht genug von haben. Gut, für das Farmmotto ist es teilweise vielleicht ein bisschen doof, aber gerade unterirdisch ist es einfach Not. Ja, so gehen wir wieder runter. Weil ich meine im Endeffekt, damit will ich ja die Deckenlampen bauen. Und mir großartige Redstone-Lampen zusammenschusst, dann würde mir zusammen zu lange dauern. Und ich meine, wir sind hier auf der Farm und nicht im Greenpeace-Öko-Haushalt, wo wir das Licht immer aus- und anmachen müssen. Greenpeace, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich hab keinen Bock. Na? So. Okay, wir gehen einfach jetzt da runter und holen uns den Rest noch. Oder lohnt sich das wegen einem? Ne, das lohnt sich nicht. Auch wenn das, was da unten kommt, neugierig macht. Aber da werde ich 100%ig nicht hingehen. 100%ig nicht hingehen. Haha. Deutsch gelernt bei Yoda haben, du haben. Tan. So, das nehmen wir auch noch mit. Selbstverfreilich. Und ich bin ja schon über in Versuchung gekommen, mich jetzt nochmal mit dem Pigment da unten anzulegen. Weil so Goldnuggets schaden ja eigentlich auch nicht. Und jetzt, wo die Hölle gerade mal halbwegs... Läuft, hallo? Und jetzt, wo die Hölle gerade mal halbwegs läuft, ja. Gut, das ist vielleicht mit den Diamanten jetzt nicht die super vulgäre Idee of Doom, aber naja, was soll's. Hey, wir haben immerhin ein Goldnugget. So, was werfen wir denn dafür weg? Nee. Ach, Cleanstone ist immer so eine Sache, aber so wenig brauchen wir. Ich habe ein Ei dabei. Wozu habe ich ein Ei dabei?
Ich werfe lieber das Ei weg als den Cleanstone, also. Nun, Kalle, nur weil ich heute ein Ei hab. So, haben wir ein... Wir haben jetzt mannigfaltig großartige Vorräte hier sammeln dürfen, Kalle. Wir haben exakt ein Goldnugget gewonnen. Damit können wir richtig viel machen. Also, ich meine, richtig viel. Ich überlege ja, in die Farm auch noch sowas wie Spawn-Etagen einzubinden. Weil, naja. Ne? Also, die Pigments hier lieben ihren neuen grünen Kumpel. So, was hauen wir denn jetzt weg? Jetzt stehen wir wieder vor der Qual der Wahl. Okay, wir haben 7 Fleisch und wir haben Hunger. Der Hunger treibt's. So, guck mal, die Axt, die hat doch schon die Hufe fast hochgegeben. Abgegeben, meine ich. Hochgemacht, so rum. Hui! So, Glühstuhl. Wir können ja jetzt auch so Raffinade sein. Daran hätte ich eher denken müssen, bevor ich die Eisenaxt darunter den Abgrund schmiss. Aber die, naja, die hat eh schon ausgedient, wenn man mal ehrlich ist. Allerdings können wir das gleich mal machen. Und dann kann ich ja checken, was die Glowstone-Bestände sagen. Ich meine, das Zeug, das brauchen wir ja... Huch, was war denn das jetzt? Das brauchen wir ja so oder so. So. Und das noch und dann das noch. Gut. Ach, na herrlich. Moment. So, jetzt zack. Und zack. Und zack. Und zack. Na, ist ja super. So viel ist das noch nicht, aber ich denke mal, das reicht für unsere Gründe und Zwecke. Zumal Glowstone ist ja so eine Sache, man weiß halt, dass es irgendwann ein Ende nehmen muss. Es sei denn, man baut sich jetzt im Nether wirklich so lange durch, bis man wieder an neue Rohstoffe kommt. Jedoch, wer macht das schon in der Größenordnung, ja? So, das hier hatte ich vorhin noch gesehen. Aber ganz ehrlich, nee, dazu ist mir der Piss drumherum zu groß. Hier sind noch Pilze. Ich weiß ja nicht, ob wir die Pilze jetzt mitnehmen. Kalle, tu mir mal den Gefallen und guck mal oben bitte in die Kiste. Und verrate mir, was die Pilzbestände sagen. Ob wir Pilze brauchen. Weil das fehlt uns ja auch noch auf unserer Farm. Und wir wollen ja bald jederlei hier, ne, anbauen. Ich sehe so eine Pilzschnauze. Nein! Pilz. Ich putzel mich mal kurz hier ein Stückchen rein. Weil ich keine Lust darauf habe, dass uns dieser komische Marshmallow-Copter erwischt. So, jetzt stehe ich hier drin. Also, von... Wir von den roten Pilzen haben wir ca. 1,5 Stack und von den braunen haben wir auch ca. 1,5 Stack. Okay, reicht. Zum Anbauen brauchen wir eigentlich nur einen Pilz. So, was sagt der Marshmallow-Cop? Aber was ist das? Das waren diese komischen Höllenpilze. Wenn ihr wisst, für was die gut sind, damit konnte ich mich bis jetzt noch nicht so befassen, dann teilt es mir doch mal bitte mannigfaltig mit. Und ich renne jetzt einfach hier hoch. Egal, was dieser Dildo-Cop da hinten jetzt sagt oder nicht. Und go, 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 go. Du nicht. Und zumal nicht mit mir. So, das war... Ach nee, da hinten müssen wir lernen. Sonst hätte ich jetzt Gebiete der Karte gezeigt. Die so gar nicht gezeigt werden sollten. La 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 la. Okay, 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 soweit so gut. Achso, ich dachte schon. Okay, okay. Bruh, da hab ich gleich Gänsehaut gekriegt. Boah. Ey, nicht schön. So. Mal das Mikro hier vom Mund weg, sonst ich will ja nicht die ganze Zeit reinatmen. Aber manchmal, da bleibt einem echt nichts mehr anderes. Ich habe ein Mikro im Gesicht, Hilfe! Und jetzt bin ich gegen eine Glasscheibe gerannt. Oh. Hilfe, ich habe ein Mikro im Gesicht. So, das dürfte das ganze Problem und die ganze Matrix gefixt haben. Wobei man aber fairerweise sagen muss, dass das Mikro, ja, immer relativ schwer zu positionieren ist. Ohne damit in Schwierigkeiten zu kommen.
apropos in Schwierigkeiten kommen, die Pikmins werden mir da oben jetzt gehörig die Fresse polieren. So wie der hier. Danke. Nein! Au, 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 au! 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 So, ich denke, wir haben's. Hallo? Gut. Puh. Ich guck gleich nochmal ins Inventar, wenn wir durchs Portal sind. Und wir haben jetzt effektiv ein Nugget natürlich und nur Gammelfleisch gekriegt. Super ausbeutet. Huh, sauber, clean, alles sauber. Okay, hier sind schon mal... Moment. Das Zeug hatte ich nicht mitgenommen. Verdammt, hier sind Hühner. Und eine Kuh. Kalle, wir brauchen das Viehzeug. Lach nicht. Ich guck mal da vorne jetzt in die Kiste. Und wir begeben uns auf eine Reise, um jedweder an Gefiech und Gesocksch doch noch für unsere Günste umstimmen zu können. Wir versammeln wahrlich, was zu versammeln ist. Wir versammeln Tiere. Das ist unser Lebenszweck und deswegen werfe ich jetzt die Erntemaschine an, denn wir benötigen Weizen und wir benötigen Tiere. Und da wir hier kein Weizen mehr haben, benötigen wir Tiere. Ne, andersrum. Ach, du bist bei der... Ach, du bist schon bei der Weizen. In der Bäckerei. Ja. Ja. Warum? Das Problem ist, ich habe mich so ein bisschen hier verschanzt. Ich habe hier diesen simplen Fakt nicht anerkannt, dass der Creeper schon hochgehen kann, wenn man sich nur bestimmt von ihm entfernt. Also war das Hochgehen schon, um nach dem Pizzenland zu sehen, schon eine kleine Mission Impossible. So, da hinten kommt jetzt so langsam unser Zeug angeschwommen. Ich hoffe, es bleibt nicht nur bei diesen einen Päckel Samen. Oh Gott. So, ich tue erstmal hier das da rein. Ich weiß, das gehört alles nicht hier hin. Allerdings brauchen wir das jetzt mal. So, kommen da jetzt nur Samen raus oder was denn los jetzt? Was in Gottes Namen? Da hat doch nicht jemand sich gedacht, ich pflanze einfach mal das Feld neu, oder? Oh, das wäre ein Desaster. Irgendwas stimmt hier nicht. Also hier ist alles weggespült. Und wo ist das Zeug hin? Also man merkt langsam, die Framerate sinkt, mein Laptop läuft warm. Allerdings kann ich mich von keinem einzigen der USB-Stecker trennen. Das Feld war leer? Was in Gottes Namen? Okay, dann nehmen wir uns mal das. Das und... Davon können wir auch ein bisschen was gebrauchen. Dann wechseln wir das dahin und das dahin. Und dann geht's hoch und dann wird das Feld neu bepflanzt. Im Endeffekt, so geht's ja nur auch nicht. Allerdings habe ich jetzt mehr Angst um die Tiere. Nur draufsetzen kann ich mich auch nicht. Kalle, bring mir mal bitte dann gleich die Weizen oben aus den Kisten zum Feld. Danke. Okay. Pass auf, dass der Creeper dich nicht erwischt. Ach, ich springe. Von oben. Runter. Auf den Baum. Dürfte sicher sein. Au. Ist sicher. Jetzt zum nächsten Baum. Ist sicher. So, man müsste Brot auch wieder in Weizen zerlegen können. Wenn der Sprung jetzt nicht geklickt wäre, wäre ich tot. Oh, gut. Renn. Was ist los? Ja, nee, unter dem Baum stand so ein Creeper und ich sehe den nur so binden im Springen und der Sprung wäre fast schief gegangen.